Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil von Ich reagiere auf eure Autos. Es war wieder an der Zeit, ja, ich habe einen Aufruf gestartet. Schickt mir bei Instagram eure Autos. Ich habe mir diesmal wieder ein paar rausgesucht. Allerdings mache ich es heute mal ein bisschen anders. Ich werde mir mal heute ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Autos und ein bisschen mehr auf die Autos eingehen, auf die Umbauten, wie das so nach meinem Geschmack entspricht. Weil bei den letzten Kommentaren habe ich herausgefiltert, dass ich doch ein bisschen lieber weniger Autos nehmen sollte, ein bisschen mehr dazu erzählen sollte. Und dementsprechend können wir dann auch öfters solche Teile machen. Und ich finde es eigentlich auch besser, wenn ich ein bisschen auf die Autos eingehe. Wollt ihr beim nächsten Teil dabei sein? Checkt einfach mein Instagram ab. Folgt mir und dann seht ihr in meiner Story, werde ich wieder einen Aufruf starten. Dann könnt ihr mir einfach eure Fahrzeuge zusenden. Mit ein bisschen Glück seid ihr im nächsten Teil dabei. Ja, ich würde einfach sagen, starten wir mal los, gleich mit dem ersten Fahrzeug. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Da guckt uns eine böse Schnauze an. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken, dann sehen wir, ist ein GT86 hier. Wenn wir uns dieses Seitenprofil angucken, der Vorderachse, die Schnauze ist sehr, sehr böse, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Die Felge mit der Bremse macht einen sehr sportlichen Eindruck und allgemein, da ist ein Bodykit verbaut, wie wir sehen können. Und ich finde, das ist schon eine brutale Optik. Wir werden jetzt eine andere Ansicht sehen und dann guckt euch mal das Heck an, ja? Wenn wir uns jetzt hier mal das Heck angucken, das sieht sehr, sehr böse aus. Wenn wir uns das jetzt mal wirken lassen, der liegt wirklich wie eine flache Flunder auf dem Boden, ja? Und hat einen richtig breiten Hintern. Dieses Fahrzeug gefällt mir zum Beispiel persönlich sehr, sehr gut. Ist sehr stimmig gebaut. Für viele vielleicht ein Ticken too much, aber ich finde es gerade richtig geil. Und ja, jetzt hören wir einfach mal ein bisschen auf den Sound. Schauen wir uns mal die Fahreigenschaften an. Ja, ist natürlich so, wie sich das anhört. Moment, wir hören noch mal rein. Denke ich mal auf Turbo umgebaut. Ich höre da dieses Turbo zischen. Und das ist natürlich krank. Ne? Das ist natürlich eine richtig kranke Kiste. Ja, also was will man im Endeffekt mehr? Ja, ein GT86 mit einer richtig geilen Optik und dann auch noch mit Turbo umbau. Wirklich richtig geiles Fahrzeug. Props an dieser Stelle. Dann gehen wir mal zum nächsten Fahrzeug und das wird euch auf jeden Fall wegscheppern. Wir gucken uns einfach mal zusammen an. Ne? Lassen wir die Bilder mal so ein bisschen wirken. Also das ist wirklich richtig krank. Sehr seltene Farbe, sehr seltenes Fahrzeug. Wann habe ich sowas mal auf der Straße gesehen? Ich glaube wirklich noch nie. Sowas habe ich glaube ich wirklich noch nie gesehen. Lassen wir mal mit dem letzten Bild. Wie wir sehen können, ist der Motorraum auch sehr, sehr sauber. Ne? Sehr schön umgebaut. Lassen wir das letzte Bild mal wirken. Auf der Straße. So, jetzt guckt euch das mal an. Ja? Jetzt seht ihr dieses Fahrzeug am Straßenrand. Da fällt euch doch erstmal die Kinnlade runter, oder? Ob ihr es jetzt mögt oder nicht, aber sowas sieht man ja nicht alltäglich auf der Straße. Finde ich sehr, sehr geil, wirklich. Ist auf jeden Fall ein richtig krasser Eyecatcher. Und laut dem Besitzer soll es nur 250 Stück von diesen Umbauten geben. Gab es natürlich nicht serienmäßig so. So, da schauen wir mal weiter. Und da schauen wir natürlich in den Motorraum eines 1.8Ts vom Audi S3, wie wir sehen können. Und da haben wir schon den guten. Ja. Das ist natürlich... Das habe ich immer früher gefeiert. Ne? Ich finde, so muss ein Turbomotor, so muss der performen. Ja? Wir schauen uns das Video noch einmal an. Ach, das ist doch geil, oder? Du lässt erstmal richtig schön einen brennen und dann beim Lastwechsel, beim Schalten muss da ein richtiger Feuerball hinten rauskommen und dann muss einmal schön die Flamme spucken. So muss das sein. So, schauen wir uns mal das nächste Fahrzeug an. Hier haben wir mal wieder was anderes, ein Honda Civic. Ein bisschen tiefer, schönere Felgen drauf, ein bisschen oldschool. Und einen sehr sauberen Motorraum, wie wir sehen können. Und der Innenraum, machen wir hier mal Pause. Der Innenraum sehr sportlich gestaltet mit Sportsitzen, mit einem Sportlenkrad. Auch nicht schlecht, finde ich. Für die Japaner was, die auf Japaner stehen. Und die auch ein bisschen oldschool stehen, ist dieser Honda Civic auf jeden Fall ein nettes Teil. So, jetzt geht es weiter mit einem schönen Avant, mit einem Kombi Audi RS6. Audi RS6, finde ich ein persönlicher Familientraumwagen. Hören wir mal rein hier. Der drückt schon richtig gut.
Letzter Soundcheck. Also das ist wirklich brutal, Freunde. Ich finde, da hört man schon allein. Ihr wisst ja, der Sound kommt nicht immer richtig rüber im Videos, im Mikrofon, auf dem Kopfhörer, wie auch immer, ne? Aber da hörst du schon allein diese Gewalt, die dieses Fahrzeug ausstrahlt, ja, beim Schalten, diese Bam. Also das ist wirklich übertrieben. Ist, finde ich, persönlicher Traumwagen. Ja, gerade der neue RS6 ist für Familienauto, wenn du sowas hast, finde ich, ist halt so ein, auch so ein kleiner Sleeper. Man sieht nicht direkt auf den ersten Blick, was los ist. Und einfach brachiale Möglichkeiten, dieses Fahrzeug auf über 600 PS zu kriegen mit einfachsten Mitteln. Ne? Wirklich sehr, sehr geil. Weiter geht's mit dem Ford Fiesta ST hier in Weiß. Und da werde ich gleich mal was zu erzählen. Lassen wir erstmal die Sportlichkeit des Wagens auf uns wirken. Hier auch sehr schön zu sehen am Nürburgring. Ja, und dazu muss ich sagen, Ford hat allgemein einen riesen Sprung gemacht, was die letzten Jahre angeht. Wenn man geht von Baujahr ab 2009, die ganzen Modelle, Ford Ka für die alltagstauglichen Fahrzeugen, aber Fiesta ST und Focus ST, wie auch immer, ne, die haben einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, was in Sachen Qualität, Sportlichkeit angeht. Und da muss ich wirklich auch wieder Props an dieser Stelle rausgeben. Gute Arbeit geleistet, der Markt boomt ja mit diesen Fahrzeugen, sehr, sehr beliebt und schöne Autos mittlerweile. Weiter geht's mit einem Opel Astra J OPC hier in Weiß mit sehr großen Felgen drauf. Ich denke mal, das müssen schon fast 20 Zoll Felgen sein. Schließen wir mal hier ab mit dem Motorraumbild. Sportlichkeit und ja, eine gewisse Edel. Ja, einen gewissen Touch von edel, ja, aber mit einem Hauch von sportlicher, was heißt ein Hauch, ist ja ein OPC, ist so, würde ich sagen, so dieser Allrounder in der Klasse, ne, edel, aber auch sportlich, kein schlechtes Fahrzeug, gefällt mir von außen besser als der Innenraum, ist auch noch wieder Geschmackssache, viele mögen Opel, viele nicht, ich finde dieses Fahrzeug allgemein nicht schlecht, aber für einen Sportwagen ist er mir auch zu schwer und zu globig, sag ich mal. Das Gewicht des Fahrzeugs stört mich hier am meisten, weil er halt deswegen nicht gut performen kann. Ne? Und 370 Nismo. Nissan 370 Nismo. Auch ein schönes Fahrzeug, wie ich finde. Auch wieder was für die Japaner. Ne? Die Japaner sind ja breit gestaffelt, wie man sehen kann. Es gibt viele sportliche Modelle. Ist so, sag ich mal, die Stufe zum Nissan GT-R. Ne? Also, wer so ein bisschen kleiner stapelt, und wer so ein bisschen auf Kurvensau legt, der ist mit so einem Fahrzeug richtig bedient. So, Freunde, weiter geht's mit einem Golf 7. Hier in einer sehr schönen Farbe, sehr dunkles, geiles Grau, ja. Ist natürlich stark tiefer gelegt. Mit dem H&R Deep Gewindefahrwerk war das, glaube ich. Und ja, wir lassen das Bild nochmal wirken. Also der Arsch ist richtig dick, aber wir gehen nochmal zurück zu einem Bild, wo wir sehen können, hier gucken wir uns mal den Radkasten an und für meinen Geschmack jetzt ist es schon wieder zu tief. Das hat ja auch nichts mit Performance zu tun, das ist eigentlich nur rein optisch. Ne? Ich persönlich mag es am liebsten, wenn man die Reifenflanke noch schön im Radkasten sehen kann. Das gefällt mir am besten. Das macht für mich das sportlichste und schönste Design. So, Freunde, und abschließend tun wir natürlich mit dem Best of the Best, wie ich finde, Audi S3 8L, ja, wie mein eigener. Da gibt es bald natürlich Neuigkeiten, seid gespannt. Ich habe euch ein bisschen auf die Folter gespannt, aber beruhigt euch, kommt Zeit, kommt Rat, seid gespannt. Schauen wir mal rein, hier ist ein Audi S3 8L. Da sehen wir schon, was los ist, Turbo gebaut. Hören wir mal rein. Ja, auch wieder, da hat jetzt zum Beispiel nur die Flamme gefehlt, aber sonst war alles am Start, Knallen war da und das finde ich ist natürlich mit das Herrlichste, ne? Und ich freue mich auch schon wieder, wenn es jetzt mit meinem losgeht, wenn da wieder ein paar Videos kommen und ich euch ein bisschen Futter geben kann. Freunde, das soll es gewesen sein für diesen Teil, 2.0 ist da und ich hoffe, der Teil hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare ballern, welches Fahrzeug euch am besten gefallen hat, wieso eure Geschmäcker sind. Und ob euch das jetzt ein bisschen besser gefallen hat, wenn ich auf die Autos ein bisschen näher eingehe. So, ich würde sagen, das war's für heute. Folgt mir auf Instagram. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück seid ihr beim nächsten Teil dabei. Und ja, macht's gut, Freunde. Bis dann.